Hallo und herzlich willkommen hier zum zweiten Konferenztag auf der Tools for Agile Teams. Wir starten den Digital Workplace Track mit Wolfgang Zeringer von der SIG AG und er wird uns darüber etwas erzählen, wie bei der SIG AG in einem Intranet mit über 10.000 Mitarbeitern zusammengearbeitet wird. Viel Spaß dabei. Ja, ich wollte euch heute in meiner Session was erzählen von unserer Reise vom statischen Intranet zur kollaborativen Wissensplattform, was wir als Team und Unternehmen erlebt haben und gelernt haben. Und als Einstieg werde ich euch kurz zeigen, um welche Firma es hier geht, nämlich die SIG AG in Waldkirch im schönen Schwarzwald. Das ist ja auch wichtig zu verstehen, welche Art von Mitarbeiter haben wir, welche Art von Unternehmen, wenn man Intranet einführt. Wir sind ein klassischer großer Mittelständler mit circa 10.000 Mitarbeitern weltweit und diese sehr verteilt über 50 Standorte von Japan bis Peru in unterschiedlichsten Größen. Das Interessante dabei ist sicherlich der Mix der Mitarbeiter von dem Sales-Mitarbeiter zum Hardware-Software-Entwickler. Wir haben sehr viele kleine Standorte mit ganz unterschiedlichen Strukturen und das ist sicherlich eine ganz besondere Herausforderung für ein Internetprojekt. Was macht denn die SIG AG? Wir stellen Sensoren her, Lichtschranken, messen unterschiedliche Stoffe, Gase etc. Wo findet man uns? Wenn man in Aufzügen ganz genau hinguckt, steckt da meistens eine Lichtschranke von SIG drin. Also sobald die blau sind, weiß man, aha, die kommen von SIG. Wir sind aber auch ein Lieferant für solche Kunden wie Amazon und DPD, UPS, also große Logistikdienstleister, die verwenden unsere Sensoren in großen Mengen. In Fabrikationsstraßen, Herstellung von Autos, überall da, wo man Lichtschranken benötigt, das ist eigentlich fast überall in der Automation, können das Endgeräte von SIG sein. Unser Slogan Sensor Intelligence, der zeigt so ein bisschen gerade auf, wo wir uns befinden als Unternehmen, nämlich nicht nur einfach Hardware da herzustellen und anzubieten, zu verkaufen, sondern dass wir immer mehr auch in Lösungen gehen. Und da spielt natürlich auch Software eine große Rolle und das Vernetzen der Systeme. Und damit sind wir gerade bei den aktuellen Trends wie Digitalisierung natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Mitspieler. Aber kommen wir jetzt zu unserem Projekt, nämlich unser Intranet. Wie hat alles begonnen? Das ist schon einige Jahre her. Wir hatten im Wesentlichen ein großes Problem, und zwar war unser Intranet-Tool am Ende des Lebenszykluses und das schon einige Jahre. Wir hatten schon gar keine Softwareverträge, keine Wartungsverträge mehr. Wir waren froh, dass das System überhaupt noch lief. Wenn ich von wir spreche, spreche ich hier im Wesentlichen erstmal von der IT, da wir das System selbst betrieben haben. Und wir mussten was tun. So, wir hatten aber auch andere Schmerzen, wie immer wieder das Feedback von unseren Endanwendern, unseren Nutzern, dass sie die vielen Applikationen, die wir einsetzen, gar nicht mehr finden. Sie wissen gar nicht, wofür sie was verwenden könnten. Es gibt keine übergreifende Suche. Viele Schmerzen. Wir hatten aber auch die Situation, dass bei SIG gleichzeitig gerade ein weltweites CRM ausgerollt wurde und auch ein SAP. Und da hatte keiner Lust, jetzt auch noch ein großes Intranet-Projekt bei einem großen SIG-Intranet-Projekt mitzuarbeiten. So, gleichzeitig zu dem Thema Intranet kamen aber auch immer wieder Fragen nach, wir brauchen ein Wiki, wir wollen Wissen teilen, wir brauchen eine Plattform, auf der das einfach möglich wäre.
Wie wir hier sehen, wir hatten und haben immer noch Lotus Notes, was wir gerade ablösen. Damit waren ganz viele nicht mehr wirklich zufrieden. Oldschool, nicht webbasiert. Wir wollen was Modernes haben. Das waren die Feedbacks, die wir bekommen haben. Und ganz wichtig, der Trend der User, sie wollen selber gestalten, selber aktiv werden. All das konnten wir nicht wirklich gut befriedigen. So, was machen wir? Wir hatten in der IT einen kleinen Team, in unserem Team, das Team, welches eben schon das Intranet betreut hat, aber auch die Notes-Plattform überlegt, ja, welchen Ansatz können wir denn wählen und wen können wir noch mitnehmen? Dann haben wir uns mit Communications kurz geschlossen, Unternehmenskommunikation. Die waren ganz begeistert von der Idee, dass wir hier neue Ideen umsetzen wollen. Und da haben wir zwei Mitarbeiter mit gewinnen können im Projekt. Und auch wichtig, HR konnte uns auch begleiten, insbesondere im Thema Change Management. Und so waren wir ein sehr kompaktes, kleines Team, nämlich insgesamt nur 7 Menschen. Also das war untypisch für SIG, weil gewöhnlich machen wir solche Projekte mit einer ziemlich großen Ausstattung an Mitarbeitern. In dem Fall waren wir gerade mal 7, was sich aber auch als Vorteil herausgestellt hat. So, im ersten Schritt, das hatte alles noch gar nichts mit Confluence oder Cyber zu tun, haben wir uns überlegt, wie können wir schnell Erfolge erzielen oder auch Lösungen an den Mann bringen. Also nicht das Elefantenprojekt, was in 4, 5 Jahren irgendwann mal Ergebnis bringt, sondern wir haben überlegt, wie können wir in kleinen Schritten vorgehen. Und da haben wir mit einem pfiffigen Mitarbeiter zusammen, Entwickler, angefangen, das alte Intranet mit einem neuen Frontend zu versehen, das einfach mal hübscher zu machen. Wir haben eine Suche implementiert auf Basis von Lysine, um die vorhandenen Informationen besser an den Mann zu bekommen. Wir haben die Applikation in einem Katalog bereitgestellt. Wir haben eine Mitarbeitersuche implementiert. Also alles kleinere Schritte, die auch sukzessive live geschaltet wurden, was den Anwendern gar nicht mehr so arg wehgetan hat. Ne? Aber immer wieder kleine Erfolge gebracht hat. Also nicht ein großes Intranet-Projekt, sondern Schritt für Schritt haben wir diese Lösung im Unternehmen platziert. So sah das damals aus. Hier vorne schon sowas wie ein Stream, Informationsstream, Newsstream, der gemischt war mit ganz verschiedenen Quellen und hier verschiedene Zugänge zu diversen Funktionen und Lösungen. Das war Schritt Nummer 1. Dann ging es weiter. Wir haben diese Startseite weltweit zur Verfügung gestellt. Und zwar waren wir da ziemlich brutal und haben nämlich die Startseiten der Browser alle auf diese neue Startseite konfigurieren lassen, aller 10.000 Mitarbeiter. Das fanden ganz viele gar nicht witzig, ne? Zuerst. Aber hat sich jetzt so im Rückblick als sehr erfolgreich herausgestellt und wichtig, um überhaupt die Durchdringung zu bekommen. Ne? Was wir auch gemerkt haben, ist, dass wir gerade das Change Management in dem Fall sehr anstrengend werden kann, weil die meisten User, die wollten eigentlich nur in Ruhe arbeiten und waren sogar gewohnt, umständlich und langsame Systeme zu benutzen. Und jede Neuerung ist erstmal einfach schwierig und anstrengend. Und da haben wir gelernt, dass wir uns darüber hinwegsetzen müssen, zum Teil. Man darf nicht alles ignorieren, aber da muss man auch mal ein ziemlich hartes Fell haben. So, mit der ersten Stufe kamen wir bis zum gewissen Grad, haben gemerkt, jetzt wird es aber Zeit, auch an das Intranet an sich zu gehen, um auch die technische Plattform abzulösen. Und da hatten wir die Idee und die Vision, dass wir nicht nur das Intranet ablösen wollen, sondern auch eine moderne Kollaborationslösung einführen wollen. Damals gab es gar nicht so viele Tools am Markt. Meistens war das immer Content Management für Intranet und Kollaboration irgendwas anderes. Aber es gab wenige Systeme, die beides konnten. Wir sind da sogar in einen richtig ganz normalen Auswahlprozess gestartet mit den typischen Anbietern. Da war Confluence dabei, SharePoint, IBM Connections und noch ein paar andere CMS. Und im ersten Ergebnis kam raus, dass eigentlich SharePoint zu uns am besten passen würde.
So, das fanden wir irgendwie gar nicht so toll, weil wir hatten damals SharePoint schon als Content-Management-System fürs Internet im Einsatz und wollten alles andere, nur kein SharePoint. So, und dann sind wir nochmal in den Prozess zurück und hatten dann als Ergebnis doch Confluence, weil uns das irgendwie auch im Projektteam mit am sympathischsten war. Also es waren nicht reine Fakten und Punkte. Danach hätte SharePoint gewonnen. Wir waren irgendwie der Überzeugung, nachdem wir damit gearbeitet haben, das Confluence passt viel besser zu uns und wir sind da wahrscheinlich viel schneller und auf einem besseren Weg. Das hat sich auch bewährt und bestätigt sich eigentlich täglich. So. Über Confluence waren wir relativ schnell bei Seibert. Kam irgendwie, glaube ich, über einen Termin, eine Vorstellung vom DER Intranet, was uns super gefallen hatte, kam zu Seibert und damit zu Linchpin. Damit war klar, okay, wir starten unser internes Intranet-Projekt zusammen mit Linchpin von Seibert auf Confluence. Und damit haben wir den nächsten großen Schritt gemacht. Also nach der Phase 1 noch sehr viel Selbstprogrammiertes, einzelne Elemente zusammengefasst zu einer komplett neuen Plattform. Was wir auch festgestellt haben, weiß nicht, ob man das besser machen kann oder anders machen kann, aber auf jeden Fall war das so, dass dadurch, dass wir Confluence als Intranet-Plattform verwendet haben, wo es auch darum geht, Content hübsch, ne, auch mit guter Usability bereitzustellen, ging ein bisschen unter, dass Confluence eigentlich auch ein tolles Werkzeug ist, um einfach und schnell Content zu erstellen, zu teilen, als Wiki zu benutzen. Da haben wir ziemlich lang gebraucht, um die Mitarbeiter davon zu überzeugen, dass es eigentlich gar nicht so kompliziert ist, wie es vielen dann erschien, weil alle diese fancy Seiten gesehen haben und dachten, oh Gott, ich muss das alles können, auch genauso hübsch machen und die da wieder runterzubringen und zu zeigen, hey, es geht auch, eine einfache Seite einfach mal zu erstellen, eine leere, also einfach nur mit Text. Das war so ein bisschen unser Schmerz, was wir danach hatten, aber das hängt wahrscheinlich einfach davon ab, wie man startet. Und klar, so ein Change ist immer anstrengend, egal in welche Richtung man geht. Das Projekt selber war ganz klassisch. Hier sind die Steps, die wir genommen haben vom Start bis zum Go Live. In Summe haben wir circa ein Dreivierteljahr gebraucht für den gesamten Umbau des klassischen Intranets, inklusive Artikel in Mitarbeiterzeitschriften. Wir haben Live-Events gemacht, Roadshows. Das waren alles ja noch vor Corona-Termine, die wir physisch machen konnten. Klassische Key-User-Schulungen und dann die Bereiche dazu zu bringen, ihren Content zu verschieben vom alten ins neue Intranet, was auch nicht immer ganz einfach war. Wir hatten unsere Key-User geschult und damit konnten wir live gehen. Wir haben im Grunde fast alle Kanäle bedient, die man nutzen kann. Wir hatten Videos, gab sogar pfiffige Fachbereiche, die selbst für sich Videos erstellt haben, die wir mitnutzen konnten. Also da ging es schon so ein bisschen los, dass wir gemerkt haben, oh, wir müssen ja gar nicht alles selber machen. Da kommt ganz viel aus der Community schon zurück. Wir haben ganz verschiedenste Arten von Workshops gefahren, Online-Meetings, auch für die internationalen User natürlich. Wir haben Hands-on-Trainings gemacht. Wir haben von Anfang an ganz viel Wert auf ein gutes Wiki gelegt für das Projekt selbst. Wir haben eine Power-User-Community aufgebaut, also nicht nur Key-User fürs Intranet, sondern wir haben recht früh gemerkt, wir haben richtig starke Menschen im Unternehmen, die Plattform positiv aufnehmen und schon tolle Sachen damit machen, die möglichst schnell zusammenzubringen. Wir haben Questions verwendet, komme ich nachher noch drauf. Wir haben immer wieder Mosaik zum Anfassen Workshops gemacht, wo wir auch ganz offene Formate benutzt haben, wo wir nicht als IT oder Communications HR vorne standen, sondern immer die Leute kommen lassen, selber was erzählen, wie weit sind sie selber, was haben sie für Erfahrungen gemacht. Klar, E-Mails, News, Roadshows, alles was ging. Wir haben sogar auch Trainings angeboten, ne, was uns irgendwann auch überrascht hat, aber es gibt immer noch eine gewisse Anzahl von Mitarbeitern, die gern in ein richtiges
Seminar geht. Das haben wir dann von Cybert staffen lassen, Anfänger und fortgeschrittene Schulung. Die haben wir eine ganze Weile kontinuierlich angeboten, was mich selber überrascht hat. Aber es gibt eben verschiedene Arten von Mitarbeitern, die verschiedene Kanäle brauchen. Was immer wieder interessant ist, egal was man macht, es kommt immer wieder Feedback, Mensch, ihr müsst mehr kommunizieren. Wo steht denn das? Habe ich noch nie gelesen. Ein Video wäre toll. Auch da bedarf es eines dicken Felles, auch wenn man alles tut. Nicht immer alle kriegen es mit. Das ist auch normal, glaube ich, in einem Intranet-Projekt. Und man braucht einfach Geduld und Zeit. Und wenn man das alles schon gemacht hat, hat man auch einfach dann einfach darauf zu verweisen. Video, Hammer. Hier steht's, hier ist die News dazu. Das ist eigentlich, glaube ich, Daily Life bei jedem Intranet-Projekt, dass die Leute zu verschiedenen Zeitpunkten überhaupt erst merken, um was geht's. Ja, da sind wir auch schon im System selber. So sieht es jetzt mittlerweile aus. Das ist ein aktueller Screenshot von unserer Startseite. Was sind da die wesentlichen Elemente für uns? Ganz wesentlich ist unser Newsboard hier oben. Da werde ich gleich in der nächsten Folie nochmal drauf eingehen, wie wir News strukturieren. Wir haben auf der rechten Seite wichtige Links untergebracht. Aktuell natürlich ganz wichtiges Element des Corona-Infocenter. Damit wurde die Plattform auch gerade in der Phase enorm wichtig. Zeige ich auch nachher noch, warum denn eigentlich. Menü heißt hier Essen. Das Wichtigste neben Intranet natürlich. Wie komme ich da zum Essen? Wir sehen unsere Questions. Das heißt, das Makro, das Add-on, mit dem man einfach mal eine Frage platzieren kann. Werde ich auch gleich noch was dazu sagen. Im Hauptmenü auch immer eine wichtige Diskussion. Was darf ins Menü, was darf nicht rein? Die wichtigsten Funktionen, die wir so haben. Das Intranet selber versteckt sich hier unter Company. Das Kollaborative unter Workspaces, iAdSig, alle Themen für einen Mitarbeiter, was ist für ihn wichtig, das App Center als Suche für alle Applikationen bei SIG. Und da spielt natürlich auch das Fly-In hier eine ganz wichtige Rolle bei uns. Das kann ich gleich nachher nochmal live zeigen, was wir da eigentlich im Wesentlichen benutzen. Da ist aber schon auch das App Center mit eins der wichtigsten Dinge. Und ganz wichtig, Help, dahinter verbirgt sich dann auch unser Mosaik-Wiki, mit dem sich die Menschen hier bei SIG austauschen können. Jo. So, das News-Konzept an sich. Wir haben ganz oben drei Kacheln reserviert für die Corporate News. Corporate News sind für uns verpflichtende News quasi für jeden im Unternehmen. Diese News sieht jeder. Wirklich weltweit, jeder Mitarbeiter bei SIG. Und rechts haben wir noch eine Kachel reserviert für lokale News und die wird über eben die entsprechenden Makros so gesteuert, dass auch nur ich, Südbaden lokal, ich sitze hier in Südbaden, auch wirklich nur die relevanten News für mich hier sehe. Und das gilt dann auch für die ganzen Standorte weltweit. Da kann jeder Standort seine eigenen lokalen News mit einsteuern. Das war auch wichtig, weil wir sind ein sehr dezentral organisiertes Unternehmen und da war es schon gar nicht so einfach, die in die Startseite durch aufzuzwingen, weil viele hatten ihre eigenen Lösungen oder keine oder jeder Mitarbeiter hat sich selber organisiert, aber denen auch einen Mehrwert wirklich zu liefern, indem auch ihre News hier unterkommen. Ne? Und das haben wir hier rechts platziert. Des Weiteren haben wir die Abos. Da warten wir noch auf ein Update, dass wir die auch mal zusammenbringen, nämlich Newsboard und My Subscriptions. Das sind quasi unsere Unternehmensnews aus verschiedensten Bereichen, Spaces, die in dieses Newsboard posten dürfen. Und das ist im Grunde jedem selber überlassen, eigenverantwortlich. Wenn man entsprechende Labels vergibt, erscheinen diese News auf der Startseite. Kommt da wirklich mal was ganz Unangemessenes oder was sagt nichts zu suchen hat, dann regelt sich das gewöhnlich von selber. Das passiert eigentlich fast gar nie. Also das hat sich auch sehr gut etabliert hier. My Subscriptions, da kann ich meine eigenen Abos auf Blogs aus Spaces mir anzeigen lassen. Und da gibt es eben die einen, die klicken gleich, wenn sie reingehen, in My Subscriptions. Und der andere Typ von User, der nutzt das Newsboard. Ganz unterschiedlich.
Das ist unser News-Konzept und man sieht hier auch schon so ein bisschen, dass es gut funktioniert, nämlich anhand der Likes und der Kommentare. Es ist nicht nur so, dass einfach News publiziert werden, sondern da gibt es ganz ordentlich Feedback und wie man hier sieht, auch immer wieder ganz gut Anerkennung für das, was da reinkommt. Und da entstehen auch schöne Diskussionen draus. Zum Teil. Das ist sehr erfolgreich. So. Questions? Das hatten wir eben schon selbst programmiert, bevor wir überhaupt auf Confluence gewechselt haben. Ich war selber aber ganz skeptisch, dass es jemals funktionieren würde. Ich dachte eigentlich, Questions braucht kein Mensch, das wird nie funktionieren, musste mich eines Besseren belehren lassen. Wenn man auf unsere Startseite guckt, täglich kommen neue Fragen rein. Die werden auch meistens sehr schnell beantwortet. Da kommen auch viele Fragen zur Plattform, ne? Und wir haben irgendwann gemerkt, wir sind gar nicht so schnell, die Fragen zu beantworten und schon werden die von irgendwelchen Anwendern, von Power-Usern selbst beantwortet und das funktioniert wirklich prima und Fragen kommen hier zu ganz verschiedensten Bereichen, auch zu Geräten, ne? Wenn irgendein Vertriebsmitarbeiter im Ausland ein Problem ist oder eine Frage hat, darf er die hier reinstellen und kann sich sicher sein, dass die relativ schnell beantwortet werden. Das funktioniert wirklich ganz hervorragend, auch als Element hier der Kommunikation und des Austausches. Ne? Ne, und das sind Fragen auf unterschiedlichstem Niveau, ne, von ganz abgefahrenen Fragen zu Makros in Confluence bis zu Kanban-Board in Mosaik. Man hier sieht hier Statistik, 315 Fragen, 605 Antworten. Allein zum Thema Mosaik, also unserem Plattform hier, zeigt, hier haben wir wirklich eine gute Wahl getroffen und vor allem für die IT und für die das System supporten, eine prima Sache, weil das entlastet uns. Ne? Das entlastet auch die IT, weil auch viele Fragen von Anwendern wieder beantwortet werden, bevor die IT überhaupt was machen muss. Und das Tolle ist ja, dass die Antworten weiterhin zur Verfügung stehen, wenn jemand vielleicht die gleiche Frage nochmal stellen will. Also hat funktioniert. So, was hat noch funktioniert? Wichtige Lessons learned, Erkenntnis aus dem Projekt ist, wie wichtig den Mitarbeitern mittlerweile Self-Services sind, ihnen also eine Plattform zu geben, wo sie selbst agieren können. Das zeigt sich hier an verschiedensten Beispielen. Corona, wir durften nicht mehr alle gleichzeitig in die Kantine, kam einer ganz schnell auf die Idee, lass uns das in der Confluence-Seite machen. Ich dachte schon, um Gottes Willen, das wird nicht funktionieren. Die funktioniert immer noch, wird auch immer noch eingesetzt. Sprich, die Leute reservieren sich hier ihre Kantinenplätze bei uns im Werk hier in Waldkirch über eine Confluence-Seite. Ne? Und da haben wir keine Applikation dazu gebaut, einfach nur eine Seite intelligent aufgebaut. Haben gemerkt, das mit dem Ad-Zeichen macht da keinen Sinn, wenn da jedes Mal jeder benachrichtigt wird. Aber das ist ein Werkzeug, was wir immer noch einsetzen. Ne? Wir haben, das haben wir allerdings selbst gemacht, ganz wichtig, ein Gruppenmanagement gebaut, damit die User auch eigenes Gruppenmanagement machen können. Also sie können eigene Verteilergruppen oder Gruppen definieren, pflegen, anlegen und verwalten. Für uns ganz wesentlich. Das müssen wir auch gerade migrieren, weil wir das auch für andere Systeme jetzt haben wollen. Also auch das als Self-Service-Aspekt und Self-Services. Hier noch ein Beispiel. Kann man hier nochmal kurz zeigen. Das kann ich jetzt nicht zeigen. Da sage ich noch was zum Confiforms Makro an sich. Das ist ein Makro, was extrem benutzt wird bei uns, manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu viel. Das ist ja zum Beispiel, wie eine Abteilung sich hier einen Abwesenheitskalender zusammengebaut hat.
Das entstand auch irgendwann mal, haben wir hier im Wiki geteilt für alle, kann sich jeder kopieren und übernehmen. Das ist auch so ein Beispiel für, wie funktioniert Self-Service bei uns. Und hier kann ich ganz einfach einen gemeinsamen Kalender führen. Da werden viele sagen, haben wir doch in Outlook oder wo auch immer. Mir geht es jetzt hier nur darum zu zeigen, wie kreativ Anwender werden können, um solche Lösungen selbst zu erstellen und auch zu teilen und zu verteilen im Unternehmen. Wir haben sehr lebendige Communities. Agile at SIG ist eine davon, also eine Arbeitsgruppe, die sich um das Thema Agilität kümmert und es behandelt. Ja, schönes Feedback von den Kollegen, wie man so ein Workspace, so ein Space nutzt zum Austausch und zur Kommunikation. Eine der wichtigsten Zielgruppen bei uns, die Assistentin natürlich. Auch die haben recht schnell das Werkzeug für sich aufgegriffen und verwendet, um sich dort auszutauschen. Und das wurde natürlich mit der Corona-Situation alles nochmal um ein Vielfaches wichtiger, weil die üblichen Wege einfach nicht mehr stattfindet. Da passiert hier ganz viel über die Workspaces. Und diese Workspaces werden von den Anwendern einfach selbst erstellt. Self-Service auch da. Keiner muss die IT fragen, wo was bekommt. Jeder kann einen Workspace erstellen, wie er will. Da haben wir gar keine Kontrolle drüber, wollen wir auch nicht. Haben wir bisher auch in den letzten 3 Jahren überhaupt keine negativen Nebeneffekte feststellen müssen. Aber muss man den Mut haben und es macht mit sicherlich Sinn. Wir hatten gerade im September ein Strategieforum bei SIG. Da kamen 300 Führungskräfte virtuell zusammen. Hat auch nur deswegen mitunter gut funktioniert, weil wir auch da einen eigenen Space mitbenutzt haben, wo viele Dinge abfragen, Feedback-Kanäle, Feedback zusammensammeln, konnten wir alles über Confluence abbilden, sehr erfolgreich. Da waren viele User dabei, für die war Mosaic vielleicht noch nicht ganz so das gängige Tool und die konnten wir damit auch super gewinnen. Und da haben wir auch ein prima Feedback bekommen, konnten das Ganze nochmal wirklich pushen damit. So ein paar Lessons learned aus unserer Sicht. Ich glaube, der Martin Seibert hat es auch mal vor kurzem gepostet. Es dauert wahnsinnig lange, gefühlt. Wenn man selber von einer Plattform überzeugt ist und die toll findet, denkt man, Mensch, das müssen die anderen doch auch sofort erkennen. So ist es leider nicht. Es dauert sehr lange, es dauert sehr unterschiedlich lange. Wir haben immer noch User-weiße Flecken im Unternehmen. Für die ist es ganz neu. Wir haben gemerkt, klar, man muss Key-User benennen, das geht auch bis zu einem gewissen Grad, aber viel wichtiger war, die zu finden, die Power-User, die durch Spaß an dem Werkzeug auch das Interesse und die Know-how aufbauen und die Leute zusammenzubringen, war viel wichtiger wie die normalen Key-User. Und das war wirklich sehr erfolgreich bei uns. Die helfen uns bei, ob das Videos sind, die wir mitbenutzen können, bei Workshops, in Questions zu beantworten. Das ist also eine ganz wichtige Zielgruppe und die kann man nicht zusammenstellen, die muss ich finden. Ne? Und das braucht natürlich auch wieder Zeit. Nichts Neues, Social-Funktionen, Folgen, Umfragen, Analysen, immer betriebsratskritisch. Müssen wir auch lernen, da darf man nicht immer ganz so schnell sein, wie man es gerne möchte. Da ist die Abstimmung wichtig. Das erfolgt jetzt auch immer wieder und selbst der Betriebsrat hat das Werkzeug natürlich als gutes Werkzeug für Kommunikation, für Zusammenarbeit für sich entdeckt und nutzt es sehr intensiv, wenn man auf die Startseite guckt. Funktioniert auch das wirklich prima. Als Team muss man immer aufpassen, kommt natürlich ganz viel die Nörgler. Die kommen immer zuerst. Wenn man 10.000 User hat, ich sage immer, das ist so die graue Wolke der Anwender. Wir wissen eigentlich gar nie, was sie wirklich wollen oder was sie nicht wollen. Meistens melden die sich, die was zu motzen haben. Man muss sich immer zurücknehmen, nicht immer nur auf die hören, sondern auch mal was überzeugt sein von der Geschichte und gegenargumentieren. Mein Kollege geht da oft hin und ruft die dann direkt an. Das ist ein ganz prima Mittel. Und dann kann man sowas oft mal ganz schnell klären. Das hat also ganz gut funktioniert. Wir verwerfen auch Dinge immer wieder mal. Sehen wir gleich nachher. Wir haben ganz viele Dinge gemacht und wieder weggeschmissen. Auch das muss man sich trauen. Und nicht, weil man es immer mal als super Lösung verkauft hat, dran festkleben. Transparenz versus Silos. Auch das ist ein, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt bei so einer Plattform, wo wir immer wieder nicht nur kämpfen, sondern versuchen zu überzeugen. Macht eure Informationen zugänglich, arbeitet nicht wie früher im Netzwerk-Share, sperrt alles ab, sondern einfach mal
sich mal überlegen, wieso soll ich eigentlich meine Informationen, meinen Space nicht öffnen für alle? Weil da könnte was drin sein, was ein anderer sucht. Ganz neue Denke für viele. Für viele ist es auch ganz, ganz fremd und ungewöhnlich, aber das hilft natürlich in der Zusammenarbeit. Und das merkt man dann, wenn man merkt, oh, die Information müsste ich ja mit dir teilen. Hast ja Zugriff drauf, gar kein Problem. Und das ist auch ein Trend, der stattfindet. Ne? Weg von diesen Informationssilos hin zu transparent, frei zugänglichen Informationen. Nicht immer ganz so einfach. Die weißen Flecken identifizieren. Wir haben noch viele Notes, Teamrooms, ne, die jetzt merken, oh, wir wollen das eigentlich abschalten Ende des Jahres. Jetzt machen wir doch noch was in Mosaik. Die sind jetzt auch noch dran. Und für mich das Wichtigste eigentlich, wie wichtig ist den Anwendern, alle Werkzeuge in Selbstbestimmung zu übergeben als Self-Service. Ne? Ob das Gruppenmanagement sind, Spaces selber anlegen, alles tun können, was sie eigentlich auch können, dürfen, was sie können, enorm wichtig. Wir haben zu Beginn einen Riesenkatalog an Plugins gekauft. Das würde ich jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so tun, eher ein bisschen konservativer. Hier haben wir unsere wichtigsten aufgelistet. Logisch, Linchpin ist die Basis für unser Intranet, unser News-Konzept. Das sieht man sofort. Questions habe ich erläutert, auch ein enorm wichtiges Standbein unseres Intranets. View-Tracker, ganz wichtig, damit die Leute auch wissen, wie gut werden denn ihre Informationen konsumiert. Kann man auch ganz viel Richtung Analyse ableiten mit diesem Werkzeug. Ganz, ganz wertvoll. Da kam auch ganz schnell nach Start die Frage, oh, wie sehe ich denn, wie viele Leute auf meiner Seite waren, wie wird es akzeptiert? Ganz wichtig. Confiforms, das war das Werkzeug, was uns manchmal sogar ein bisschen Angst macht, weil die Leute fast schon Enterprise-Applikationen damit bauen. Hat aber eine natürliche Grenze, wenn es dann wirklich an Performance und Massen von Daten geht, dann macht es irgendwann keinen Sinn, das merken die Anwender selber, aber trotzdem ein enorm wichtiges Element. GoEdit, für alle Office-Dateien, die noch übrig sind, ganz wichtig. Damit haben wir ganz viele File-Shares abgelöst, möchte keiner mehr mitarbeiten. Flowboard, als wir haben auch Jira im Einsatz, aber für Jira-Lite-Anwendung auch ein tolles Werkzeug, kommt auch sehr gut an. Draw.io, ich glaube, das kennt fast jeder, PowerPoint-Killer, kann ich ganz viel direkt machen. Metadata war eigentlich zusammen mit Confiforms auch so aus dem Self-Service-Umfeld ganz wichtig, um Daten zu strukturieren. Wird auch ganz unterschiedlich benutzt. Das sind zum Beispiel SIG-Produkt-Hierarchie-Daten abgebildet, dann kann ich bestimmte Informationen auch bestimmten Produktklassen zuordnen. Das wird ganz gern vom Marketing benutzt. Tablefilter, der Excel-Killer. Also oben haben wir ja schon PowerPoint gekillt. Mit dem Tablefilter können wir ganz viel und haben wir auch ganz viel Excel gekillt. Da bleibt dann auch nicht mehr viel übrig. Word brauchen wir sowieso nicht mehr. Bleibt also nur noch PowerPoint und Excel, wenn ich dann wirklich rechnen will. Und das Tablefilter gab es gerade heute oder gestern wieder ein Update. Wird ja immer besser. Wird auch sehr gut angenommen. Muss man auch viele Leute erstmal davon überzeugen. Wieso denn eine Tabelle? Macht doch bitte gleich auf der Seite. Aber haben die meisten verstanden. Pulse, kurze Abfragen. Refine Toolkit, hübschere Darstellung, Better Content Archiving. Das haben wir zwar, aber da müssen wir noch ein bisschen was tun. Enorm potent, aber da muss ich zugeben, da haben wir noch ein bisschen wenig derzeit. Für die ITler, ein paar Kommentare zum Thema IT-Perspektive. Wir müssen ganz dringend auf die Data Center Edition. Wir müssen nicht nur von Seiten Atlassian, wir wollen auch wirklich wechseln, so schnell wie möglich, weil wir mit unseren 10.000 Usern und mit der Performance, die wir derzeit noch haben, am Ende sind. Ne? Wir sind am Limit, wir müssen wechseln und wollen auch wechseln und werden dann auch damit in die Cloud wechseln. Wir haben ein Betriebsmodell gewählt, das Cybert für uns den Betrieb stafft und durchführt. Das würde ich auch immer wieder so tun. Wir konnten kein Linux, wollten es auch nicht, wollten aber trotzdem die Plattform so betreiben, dass sie optimal funktioniert und uns mit dem kleinen Team, was wir haben, auch uns freimachen von den Betriebsthemen. Und dafür hat sich das Modell bewährt. Das werden wir auch so weiterführen, wenn wir mit Data Center bei AWS unterwegs sind. Performance ist bei uns mittlerweile sehr kritisch. Auch Verfügbarkeit. In diesem System steckt so viel Wissen und so viel Information, dass die User natürlich sehr sensibel sind mittlerweile. Da dürfen wir uns keine Downtime mehr leisten und deswegen auch
Move to Data Center, ganz wichtig. Self-Service habe ich ausgeführt, enorm wichtiger Aspekt. Die Anwender wollen es selber tun und nicht anfragen. IT macht für uns ganz wichtiges Ziel. Extranet, wir haben ein eigenes System fürs Extranet neben unserer Mosaic Plus Intranet Installation. Auch sehr erfolgreich für die Zusammenarbeit mit externen, wird auch ganz vielen Projekten benutzt mit sehr gutem Feedback. Auch von Feedback von externen Firmen, die sagen, Mensch, so eine coole Plattform. Wir machen selbst unsere Mail-Migration von Notes gerade auf Confluence mit einem Microsoft-Dienstleister. Da kriegt man auch das Feedback, Mensch, das ist echt cooler wie SharePoint zum Teil. Nicht von allen, aber von einigen. Auch ganz interessant. Wir haben uns von fast allen Eigenentwicklungen verabschiedet. Wenn man so die erste Stufe von Mosaic sich anguckt, ganz fast nur Eigenentwicklung. Irgendwann haben wir gesehen, nee, ist nicht unser Kernbusiness. Wir setzen auf Standardlösungen und haben die Eigenentwicklung so gut wie zurückgefahren. Plugins hatten wir auch selbst welche programmiert, war auch mal die Idee, Mensch, lass uns mal das eine oder andere Plugin programmieren. Haben wir auch erkannt, ähnlich gehört zum Thema keine Eigenentwicklung. Machen wir nicht, das ist nicht unsere Kernkompetenz, wir sind keine Entwicklungsabteilung, wir wollen Services bereitstellen, also nutzen wir fertige Lösungen. MicroChat hatten wir ganz stark eingesetzt am Anfang, haben wir mittlerweile aufgegeben, weil wir stattdessen Francisco WebEx Teams verwenden und das sind überschneidende Funktionalitäten, mussten wir uns entscheiden, wie machen wir das. Nutzen wir also nicht im Confluence selber mehr MicroChat, nur noch in bestimmten Inseln, ansonsten ein externes Tool. Mobile App war bisher bei uns auch nicht wirklich die Riesennachfrage, was uns immer wieder wundert. Also nicht, weil die schlecht ist oder das, was sie angeguckt hätten und tut nicht, sondern einfach nicht der Bedarf da. Obwohl immer Mobile First war der große Hype, aber war bei uns bisher nicht wirklich die Nachfrage da. Deswegen haben wir da auch noch nicht viel getan. Statistik, wichtig, habe es vorhin gezeigt, wir haben ein Matomo-System aufgesetzt zur Analyse, damit wir auch immer schön sagen und zeigen und selber nachlesen können, wie gut wird das System benutzt, wie sind die Antwortzeiten, wo wird es benutzt, in welchen Ländern, wie stark. Ohne das hat man immer eine schlechte Grundlage zur Argumentation. Und da hilft auch der View-Tracker ganz gut dazu bei. Wir haben auch bei unseren Produktionsmitarbeitern Touch-Displays installiert mit dem Touch-Plugin von Linchpin. Da können die auf die wichtigsten Informationen, auf die First-Line-Worker, sogenannten, auf die Informationen aus dem System zugreifen. Aber das wird sich jetzt auch ändern. Die werden jetzt auch richtige PCs bekommen, weil sie eben nicht an alle Informationen drankommen. So, das war mal grobe Überflug über die IT-Themen. So, dann sind wir auch schon am Ende. Wenn es noch Feedback gibt, Fragen dazu, bitte gerne an mich wenden. Ich würde mich freuen über Feedback, über Austausch. Haben wir auch schon mit anderen Firmen. Dann bis demnächst. Vielen Dank, Wolfgang, für den spannenden Beitrag. Wir haben auch relativ viele Fragen bekommen. Wir haben leider nicht die Zeit, um alle jetzt direkt zu beantworten. Ich würde mir jetzt erstmal eine rausgreifen, und zwar: Wie vermeidet ihr Wiki-Chaos? Habt ihr Wiki-Gärtner? Wie macht ihr das? Also wir haben schon, wir zumindest informieren wir die Leute, dass Wiki-Gärtner Sinn machen pro Wiki, dass immer für jedes Wiki jemand verantwortlich sein sollte. Aber die kurze Antwort ist eher, wir haben eigentlich ein Chaos. Und wir merken, dass sich die Mitarbeiter, die sich mit der Plattform schon länger auseinandersetzen, die sie auch gut beherrschen, das Chaos gar nicht mal als Chaos empfinden. Aber Menschen, die neu in das Thema reinkommen oder die so Late Adopter sind, denen fällt zuerst auf, oh, das ist ja ein Riesendurcheinander. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich die gleiche Entwicklung wie mit der Akzeptanz der gesamten Plattform. Je länger es dauert, desto mehr finden sich die Leute in der Plattform auch zurecht und empfinden das Chaos gar nicht mehr so als Chaos. Trotzdem haben wir jetzt nochmal eine Aktivität gestartet, um Wikis oder Workspaces, wie sie bei uns heißen, zu klassifizieren, ne, in Intranet, in Projekt-Workspaces etc., um dort ein bisschen mehr Struktur zu schaffen. Aber das ist wirklich eher rudimentär und ist eher so selbstorganisierend, ne, muss ich sagen. Ja, gut, super, danke für die Antwort.
Es wurde gefragt, ob du die Präsentation zur Verfügung stellen kannst oder ob wir generell die Präsentation auch aufnehmen. Wenn ich richtig informiert bin, werden die ohnehin auf YouTube im Anschluss noch zur Verfügung stehen. Und du hattest mir eben auch schon gesagt, dass es kein Problem ist, die Slides im Zweifel auch nochmal durchzuschicken. Genau. Und deswegen, ich würde alle Fragen, die wir jetzt nicht beantworten konnten oder wenn auch noch weitere Fragen vorhanden sind, einfach darauf verweisen, dass ihr gerne noch Kontakt zu Wolfgang aufnehmen könnt und ihr einfach dann im Anschluss auch gerne persönlich noch weitere Fragen stellen könnt und dann auch nochmal in den Austausch gehen könnt. Gerne. Und damit nochmal vielen Dank, Wolfgang. Viel Spaß noch bei der Tools. Und, danke. Ich hoffe, wir haben noch einen tollen Tag zusammen. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Ciao.